Hallo YouTuber und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Ich weiß, ich bin spät dran, deswegen jetzt sehr schnell, obwohl diese Woche doch viel los gewesen ist. Nummer 1, mein Aufreger der Woche. Apple bringt ein Update für Face ID raus, das Gesichtsmasken erkennt. Da wurde so viel Clickbait draus gemacht, da wurden Erwartungen geschürt, dass man dann in Zukunft auch mit einer Gesichtsmaske Face ID auf dem iPhone nutzen kann. Nein, nein, nein. Wer dann diese Artikel vernünftig liest oder mal da reinguckt, der erkennt sehr schnell, darum geht es nicht. Das würde Face ID auch unsicher machen. Deswegen funktioniert das ja auch mit Gesichtsvermummung nicht wirklich, nicht zuverlässig. Ich weiß, da draußen gibt es so viele Sachen. Ich habe ja auch alles Mögliche ausprobiert, aber in der Regel steht man dann doch dann da und will bezahlen und nein und gibt dann trotzdem den PIN ein. Und um diese PIN-Eingabe geht es bei diesem Update, was Apple gerade noch in der Beta drin hat. Darum, dass Face ID ruckzuck erkennt, wenn jemand eine Gesichtsmaske aufhat und dann nicht, muss man nicht erstmal noch hochwischen und dann entsperrt er nicht und dann scannt er nochmal und dann hampelt man da ein bisschen rum, bis es dann endlich zu dieser PIN-Eingabe kommt, sondern in Zukunft, wenn es denn so ausgerollt wird, erkennt das Gerät sofort, man hat eine Gesichtsmaske und man landet direkt in der PIN-Eingabe, um halt diesen Vorgang zu beschleunigen. Entsperren mit Masken? Nee. Zweiter Aufreger der Woche kommt von Xiaomi. Da wurde jetzt, ich glaube Forbes war es, wo dann jemand gezeigt hatte, dass Xiaomi direkt live mitliest oder zumindest diese Informationen an die Xiaomi-Server gesendet werden, wenn jemand Webseiten eingibt, wonach er sucht. Das bezieht sich auf die Xiaomi-Browser. Ne? Da war natürlich die Aufregung groß. Xiaomi hat direkt gesagt, ja Moment, dass wir Daten sammeln, das haben wir immer kommuniziert. Und das, was ihr da so seht, nee, das ist nicht so richtig, weil was wir da rausziehen, das wird ja anonymisiert und auf einzelne Personen kann man keine Rückschlüsse ziehen. Nee, und dass das im Inkognito-Modus im Browser funktioniert, ja auch nicht so richtig. So, Xiaomi ist ja immer mal wieder mit sowas aufgefallen. Jetzt rufen die einen unten, ne, boah, wenn sowas immer so günstig ist, so preislich, leistungsmäßig, dann bezahlt man mit seinen Daten. Andere sagen, ja, aber andere Hersteller machen das ja auch. Ne? Und das ist es ja wieder, man muss den einzelnen Herstellern oder auch Anbietern oder wo auch immer, wo ich mein persönliches Zeug hingebe, dem Anbieter muss ich dann vertrauen. Jetzt kam eben noch die Meldung, Xiaomi bietet in Zukunft, liefert eine Option aus, dass man das im Browser dann nicht mehr mit Xiaomi dann teilt. Okay, zweite Xiaomi-Meldung, wenn wir gerade dabei sind. Die haben mal wieder neue Geräte vorgestellt. Also 10 Lite, 9S kommt jetzt, dann neue Redmis. Ich blicke so langsam bei Xiaomi leider nicht mehr durch. Also ich meine, die hauen jetzt mehr oder genauso viel Geräte raus wie Huawei oder Samsung zu ihren besten Zeiten, wo ja jeder dann gesagt hat, das wird zu viel, man blickt es nicht mehr. Und da diese kleinen Nuancen oder sowas. Da muss man langsam, boah, also es wird ein bisschen zu viel. Auch da würde ich mir wünschen, ne, klar, jede Menge gutes Preis-Leistungszeug. Dann aber auch immer mehr Zeug, wo man sich denkt, nee, da greifst du lieber zu was anderem. Aber übertreibt es doch bitte nicht mit so vielen Geräten. Wer es ja auch übertrieben hatte, war DHL. Die hatten ja Anfang des Jahres die Paketpreise erhöht, wir erinnern uns. Da kam dann aber die Bundesnetzagentur und hat gesagt, nee, so nicht. So, dann hat DHL gesagt, nee, bevor wir uns jetzt durchklagen und kabbeln und, wir senken die Preise wieder. Das haben sie aber dann nicht sofort getan, sondern mit ein bisschen Zeit. Jetzt zum 1. Mai war diese Woche, ist es wieder soweit, die alten Paketpreise gelten wieder. Und von was Altem kommen wir jetzt zu was Neuem. Google hat neue Pixel Buds vorgestellt, die Pixel Buds 2, aber erstmal nur in den USA. Ne? Ohne Noise Cancelling, aber dafür jetzt auch ohne Schnur und die Ami-Tester sind natürlich wieder begeistert. Kommen die Dinger zu uns? Na, erstmal nicht, aber über kurz oder lang soll es ja dann soweit sein. Was auch über kurz oder lang soweit sein dürfte, ist das Google Pixel 4a Gerät. Das hier ist das 3a. Jetzt munkelt man, 22. soll es soweit sein. Da gibt ein paar Indikationen. Ich glaube, Vodafone hat schon was gesagt, andere Netzbetreiber was angedeutet. Und vor allem Google reduziert die alten 3As, also 3a und 3XL, 3a XL. Und das nicht zu knapp. Ich weiß, da draußen sind viele, viele, viele Fans von diesen Geräten. Ja, mal gucken, dann was dann jetzt so kommen wird, ob was kommen wird. Und es gibt auch noch Gerüchte um einen neuen Chromecast, aber das ist auch nur so. Ich bin mal gespannt, vielleicht kündigen sie ja dann mit den neuen Pixel-Geräten dann auch die neuen Pixel-Buds dann auch für andere weitere Märkte an. Und wo wir gerade bei den Smartphones sind, noch eine kleine nischige Meldung. Der Mount Everest hat jetzt 5G. Also ich meine, selbst dieser Berg hat 5G.
Das Ganze ist natürlich so ein kleiner Marketingstunt. China Mobile und Huawei haben, ich glaube, die Nordseite, die ja dann zu China geht, da haben sie jetzt 3 5G-Masten hingebaut, sind da mit 150 Mann, haben Glasfaser gezogen und. Das soll jetzt aber nicht für die Extremsportler und Extremtouris dann in Zukunft schöner, einfacher, toller sein. Das wird irgendwie in diesem Jahr noch wieder abgebaut. Anscheinend wird der Berg nochmal neu vermessen. Und dafür machen sie es. Und natürlich, um zu sagen, ne, hier, China Mobile, Huawei, 5G auf dem Everest. Denke ich mir auch so, könnten sie doch eigentlich permanent installieren. Und wenn sie da gerade dabei sind. Also ich wüsste da auch noch so ein paar Plätze. Kommen wir noch zu den Spielenachrichten. Die Wikinger sind los. Assassin's Creed Valhalla wurde angekündigt. Also neues Szenario. Jetzt wird bei den Wikingern geschnetzelt. Ja, warum nicht? Mir fallen da auch noch ein paar Sachen ein, die man verwursteln könnte. Die nächsten Jahre sind bestimmt auch noch gesichert. Aber die größere Ankündigung, Microsoft. Nächste Woche ist es endlich soweit. Ich glaube, am 7. hält Microsoft dann Xbox-Spiele-Event ab, wo man dann die neue Konsolengeneration in Action mit neuen oder mit alten Spielen in neuer Optik sehen wird. Mal gucken, was sie da zeigen. Microsoft hat diese Woche aber auch Zahlen bekannt gegeben. 10 Millionen Nutzer hat Game Pass, also Microsofts Spiele-Abo-Flatrate-Dienst. Ne? Man zahlt monatlich und kann dann all die Spiele da zocken, solange und oft man will, die da im Katalog drin sind. Die dritte Ankündigung von Microsoft ist xCloud. Kann man jetzt ja auch in Deutschland über Umwege endlich auch ausprobieren. Und Microsoft hat bestätigt, dass xCloud auch im Game Pass nicht enthalten sein wird, aber es wird dahin kommen. Man wird es natürlich bündeln und Microsoft wird da einen riesen Mega-Spiele-Bundle draus bündeln. Ne? So nach dem Motto, zock, wir geben dir die Spiele und wir geben dir auch die Gaming-Cloud-Kapazitäten. Du brauchst im Endeffekt nur eine vernünftige Internetanbindung, Bildschirm und ein Eingabegerät. So, was das alles aber dann kosten wird, vielleicht machen sie es am Anfang ein bisschen kostenlos zum Reinschnuppern und dann werden sie da einen Bundlepreis machen. Wer haben sie noch nicht gesagt, wie das Ganze aussehen wird? Vielleicht ja nächste Woche, dann erfahren wir mehr. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche und das ist ganz klar irgendwas mit Star Wars. Morgen in nicht mehr 2 Stunden ist es soweit, der 4. Mai. Der internationale Star Wars Tag. Möge die Macht mit euch sein. Und das ist auch der Tag, wo der Episode 9 Film, also der letzte Star Wars Film, der im Kino war, das große Skywalker Finale, auf Disney Plus verfügbar sein wird. Also gebt euch das, gebt euch den Star Wars Marathon, zieht euch Mandalorian rein oder was da nicht alles da ist. Irgendwas von Star Wars gibt's diese Woche. So, und von Star Wars kommen wir zu Schildkröten und ich habe warum auch immer mal wieder eine Pizzaschildkröte an. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 442. Ist vorbei, euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann und das auf... Ich weiß, ich bin spät dran, deswegen jetzt schnell, obwohl diese Woche doch viel los gewesen wäre.